So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play. Naja, nicht unbedingt Let's Play. Ist richtig, ja. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Ja, meine erste Amtshandlung heute. Den Scheiß hier abreißen. Ich habe nämlich was ganz, ganz, ganz Gutes vor. Auswildern. Wieso? Geht's dir nicht gut, du Vieh? Wolter, was ist los mit dir? Tier verkaufen. Ja. Verkaufen wir die Tiere halt. Ich will nämlich das hier dem Erdboden gleich machen. Ja. Weil, einige von euch, um genau zu sein, zwei Leute haben mir schon Bahnen geschickt. Und deswegen möchte ich diesen Park jetzt zu einer, ich sag mal, ja, zu dem Park machen, den ihr mitbestimmen könnt. Diese Idee, die ich hatte, dass ihr die Bahn baut und ich sie bei mir einfüge, kam offenbar sehr gut an. Da kann ich nichts gegen sagen. Jetzt muss ich aber echt mal hier erstmal alles, so. Gott, muss ich jetzt ernsthaft alles selber weg? Oh. Das kann ein bisschen dauern. Du, Kerl. Du bist entlassen. Kommt jetzt schon wieder der Einzelhändler in mir durch. Übrigens, heute hört ihr wunderschön im Hintergrund den Soundtrack zu The World Ends With You. Ja, Andy, da hast du mich auch was gebracht. Machen wir mal auf. Ah, ohne Gehege. Okay, ist mir jetzt mal egal. Jetzt kann ich das Vieh nämlich verkaufen. Sehr gut. Ups. Ja, also heute wunderschön den Soundtrack von The World Ends With You. Andy, es ist deine Schuld. Wegen dir zocke ich das jetzt und höre das jetzt auch gerade. Ja, Wartungsgebiet, kannst mich mal. Ich will die Viecher nur verkaufen. Ich habe den Soundtrack noch nie ganz gehört. Ich habe ihn mir mal geholt, aber nie ganz gehört. Das tue ich jetzt auch mal nebenbei so. So. Gut, sehr gut. Damit hätten wir das erledigt und jetzt können wir uns schön daran machen, die Bahn, die ihr mir geschickt habt, mal in die Tat umzusetzen. So, dann wollen wir mal. Einmal habe ich von Tiger Tanks TT eine Big Bahn und eine Tiltbahn bekommen. In die Tiltbahn habe ich gerade schon mal reingeguckt, so ganz nebenbei. Aber in die Big Bahn, hier die Big Bahn, haben wir sie. Moonrise ohne COS. Machen wir erstmal die hier. Ich weiß, in der anderen hat er sogar noch ein ganzes Szenario mit eingebaut. Deswegen werde ich da gucken, wo ich die einbaue. Also wenn ihr da echt schon so talentiert seid, ich gebe euch bislang noch keine Begrenzung, was ihr tun sollt und was nicht. Aber das kann sein, dass irgendwann mal, wenn das natürlich ein bisschen mehr wird und hier ihr mir immer wieder Szenarios noch mit dazu schickt, das ist natürlich, relativ cool im Grunde. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich muss das ja auch irgendwie alles einbauen. Also wenn ihr immer da euer Szenario noch mit einbaut, dann muss ich natürlich sehen, dass ich das Ganze so ein bisschen anpasse. Und deswegen soll ja am Ende schön aussehen. Bauen wir die jetzt erstmal hier hin. Sieht ja an sich schon mal ganz geil aus. Hoch, mittel, niedrig. Alter. Die ist mal cool. Fahren wir mit. Da will ich doch gleich mal mitfahren. Musik ist geil. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Aber naja, zur Not schraube ich es runter. Ich werde dann auch, wenn es möglich ist, nichts an eurer Bahn noch mit rumschrauben. Also ich werde dann die so... Oh! Oh, Alter! Das ist bei mir das Problem. Ich kann Szenarios bauen, aber keine richtig guten Bahnen. Und die Bahn hier, die ist gut. Die ist gut. Oh, Alter! Geile Sache. Ah, da ist eine Bremse drin.
Aber wahrscheinlich, damit die nicht zu schnell hier reinfährt. Okay, an sich schon mal sehr, sehr gut. Bleibt auf jeden Fall im Park vorhanden. Ich will erstmal das einbauen, was ich habe, solange. Obwohl, ich möchte hier einmal die Wege machen. Übrigens, wenn ihr denn zu eurer Bahn noch Infos habt, also, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr da immer irgendwas gesagt haben wollt. Zum Beispiel, ob es da irgendwie noch... ich weiß ja nicht. Müsst ihr mir sagen denn? Also hier hat das jetzt ja gerade sehr gut funktioniert. Man hat mir die Bahn geschickt. Und ich weiß nicht. Ich möchte am liebsten noch... Was ist, wenn ich die eröffne? Dann heißt die... Eigentlich müsste sie dann... Ja, Moonrise. Moonrise ohne... Okay, Moment. Kann ich das mal... Ich finde das gut, dass das mit zugeschrieben hat, aber es sieht so einfach gerade schöner aus. Und so, jetzt möchte ich nochmal ein Schild haben. Ich möchte nämlich immer noch an den Ausgang bauen, ein Schild bauen, wo dann steht, von wem die gebaut ist. Nochmal so als kleines, ich sag mal, als kleines Dankeschön. So, nämlich gebaut von, Moment, das ist jetzt die Bitbahn gewesen. Schild. Von. Ups. Tiger. Tank. Tanks TT. So, das war schon mal die eine Bahn von dir. Du hast mir ja gleich zwei geschickt. Eine eben halt schon gleich mit dem Szenario dazu. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich möchte jetzt erstmal auf die andere von Deathborn 2048 zugehen. Und dann gucken wir uns deine an. Der hat mir nämlich eine Gigabahn geschickt. Nämlich Bahamut 2. Hab ich mal kurz reingeguckt. Die ist groß. Sehr groß. Nehmen wir mal hier den Skarabäus. Der ist irgendwie cool. Ja, die ist definitiv groß und ich kriege deswegen Frame-Einbrüche. Aber, ich weiß ja nicht, wer von euch... Alter, die ist saugroß. Mann, ist die groß, Alter. Die geht ja so gar nicht rein. Wo ist denn da der Eingang? Problem ist, ich sehe den... Ach, da unten. Wenn ich den hier so baue, muss man echt einmal durch den ganzen Park, ey, im Grunde. Ich glaube, mein... Nee, ist doch nicht. Ich dachte, mein Spiel hat sich aufgehängt. Ja, doch so. Oh, cool. Er hat mir sogar Fotos gegeben. Okay, die ist groß. Hoch, hoch, niedrig. Wie schafft es immer, dass ich die Leute bei euch nicht übergeben? Okay. Möchte ich aber auch mal mitfahren, ganz ehrlich. Ich bin ja selber zu dumm zum Bahnbauen. Deswegen finde ich es gut, dass ich euch habe. Aber ganz ehrlich, mir gefällt die Umsetzung. Also mir gefällt die Idee. Das ist endlich mal eine Idee, die ich mit euch umsetzen kann. Ah ja, stimmt, das geht ja mit so einem Lift. Stimmt, jetzt wird man damit hochgefahren. Stell doch mal vor, ihr würdet dann echt zurückkullern, ey. Wie böse das wäre. Sogar zweimal Fotos. So ein Arsch. Ja, da bringst du ein Foto. Oh, du bist gerade oben und dann, was sollst du davon? Siehst du sich mal wie so ein Fisch oder was? So. Ist nicht, überhaupt nicht. Jetzt wird gar nicht geguckt, wie lange ich immer aufnehme. Moment. Ja. Ich guck einfach mal, wie lange ich Bock hab. Das Geile ist, jetzt kann ich mich schön ums Szenario kümmern und ihr kümmert euch um die Bahn. Ich glaube, das ist ein guter Austausch. Und vor allem, ich finde das aber echt cool, weil so kann ich euch echt mit dieses Projekt mit einbinden. Das gefällt mir. Boah, die ist ein bisschen langsam. Langsam, aber cool. Ich guck mal, vielleicht kann ich zunächst einmal... Ich weiß gar nicht, ob ich meine Grafikeinstellung noch höher schrauben kann, ohne dass mir dann die Aufnahme abschmiert. Ja, die Bahn ist auf jeden Fall groß, das gefällt mir. Ihr kennt das garantiert, wenn ihr zu einem Freizeitpark, sag ich schon, nee, wenn ihr in einen Vergnügungspark fahrt und schon außen, wenn ihr noch auf dem Parkplatz seid, schon diese riesigen Bahnen seht, ne? Das kennt ihr doch. Hoppala. Ach nee, ich muss ja noch
einbauen. So. Doink. Machen wir mal den Weg hier. So. Ich weiß, hier wird wahrscheinlich nie jemand irgendwie mal so seinen Fuß reinsetzen in den Park. But who cares? So. Jetzt. Mach mal uff. Mach mal uff. So. Genau. Okay, die Musik ist echt cool. Ist eigentlich ja nicht so mein Stil im Grunde. Ich bin ja mehr so Metal und so. Aber dennoch, Rap ist bei mir so eine Sache. Es gibt wenig Rap, was ich mag. Das ist das Problem. Weil in der Regel stehe ich nicht so auf Rap. Aber doch, das ist cooler Rap. Vor allem stehe ich nicht auf deutschen Rap. Da kann ich gar nicht mit. So, das ist von... Ist das doof? Nee, doch nicht. Defqon 2048. So. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich mir vorhin schon nur geringfügig gespoilert habe. Nämlich ein ganzes Szenario. Ich hoffe, mir schmiert jetzt echt das Spiel dabei nicht ab. Warte mal, ich speichere mal lieber nochmal vorher. Speichern. Warte! Ich muss mal den Dateinamen ändern. So, nur damit mir das eben halt gleich nicht abschmiert. Er hat ja einmal eine Big Bahn, die haben wir hier gesehen, und einmal eine Tiltbahn. Die Tiltbahn möchte ich jetzt sehen, weil ich glaube, da hat er sich richtig viel Mühe mitgegeben. Split steht, Strata, Tilt. Ja, genau. So, das ist sie. Auch sehr teuer, 67.000. Gut, dass wir hier keine Geldprobleme haben. Und das kann jetzt gerade ein bisschen dauern. Oh, da. Da seht ihr schon, der hat sich echt Mühe damit gegeben. Das ist echt... Wie gesagt, der hat sich echt Mühe damit gegeben. Da oben ist der Eingang. Ich möchte das ungern ins Zentrum bauen. Ich baue das erstmal so an die Seite. So, das kann jetzt laden. Da. Der hat das echt alles eingebaut. In einem Haus quasi. Und ich muss echt sagen, Junge, Respekt. Das, was du hier gemacht hast, verdient echt Respekt. Aber was ist das hier oben? Moment mal.